Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf unserem Kanal FIFA Unlimited. Und heute werde ich mal die zweite Runde von Footdraft starten. Und ich würde sagen, ich labe mal gar nicht lange herum und ich würde sagen, wir springen einfach mal ins erste Spiel hinein und suchen mal unseren Gegner. So Leute, wir haben unseren ersten Gegner gefunden. Sein Club heißt FootFC und wir nehmen jetzt hier mal die rot-weiß gestreiften Trikots, würde ich mal sagen, die wir bereits immer genommen haben, die uns auch bisher immer Glück gebracht haben. Und jetzt das Team von unserem Gegner. Oh mein Gott, er hat hier Neymar, Sturridge in Form, Marcelo in Form, Courtois hat eine 92er Chemie. Richtig krankes Team und ich würde sagen, wir gehen mal über ins Spiel hinein. Oh ja, da spielt er den Ball auf Neymar, ist es glaube ich. Ja, Neymar. Neymar rennt da mal außen durch und wir holen uns den Ball. Oh Mann, Neymar bekommt ihn wieder zurück. Neymar ist durch. Neymar. Oh mein Gott, er ist drin. Oh mein Gott, was für ein unglaubliches Tor durch Neymar. Der Gegner trifft hier gleich mal zum 1:0 durch ein Traumtor, würde ich fast sagen. Von Neymar hier. Dribbelt sich hier durch alle hindurch und dann prallt der Ball von der Unterkante der Latte noch ins Tor. Da hat auch relativ viel Glück gehabt, aber trotzdem, es steht 1:0 für unseren Gegner. Messi jetzt. Messi, schöner Ball. Nochmal ein Schuss wieder. Oh, klasse Pass. Und Tor! Da ist das 1:1, der Ausgleich. Oh mein Gott, was für ein wunderbarer Schuss und was für ein schöner Ball hier auf Isco. Genau, Isco macht hier das Tor zum 1:1 Ausgleich. Wunderbar gespielt. Jetzt sehen wir es nochmal. Die Baller legt er wunderbar durch und Isco hämmert das Ding in den Winkel. Klasse. Schön, Lamela. Oh, der bekommt ihn nochmal. Finesse. Aber der Keeper hat dabei keine Probleme. Aber trotzdem, wir sind jetzt richtig gut im Spiel. Aber jetzt hier nochmal der Konter. Vielleicht Sturridge geht da durch. Und wird dann aber gestoppt. Aber das geht dann auch nur per Foul. Jetzt bekommt er noch den Freistoß. Ja, und Sturridge. Oh, der kam da sogar gut. Kein schlechter Freistoß von Sturridge hier, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, mein Gegner hier wieder. Spielt er wieder. Oh, ein sehr, sehr böses Foul hier. Könnte die gelbe Karte geben. Was gibt er? Der gibt rot. Rote Karte für Gaia. Und jetzt der Freistoß für meinen Gegner. Oh mein Gott, Riesenmöglichkeit. Was ist hier los? Wir haben die rote Karte bekommen und müssen jetzt mit einem Mann weniger spielen. Das kann mal richtig schwierig werden. Ah, der Gegner hier mit dem Fehler. Messi, schöner Job. Oh, Messi geht hier vorbei. Messi nochmal vorbei. Messi vorbei. Und Tor! Unglaublich! 2:1! Durch Lionel Messi. Was für ein wunderbares Solo-Tor. Und Lionel Messi geht da durch die komplette Abwehr durch und kann dann auch noch abschließen. Zum Führungstreffer. Ganz, ganz stark gemacht von unserem Mann Lionel Messi. Ja, die erste Halbzeit ist vorbei, wir führen hier mit 2:1. Wie ich finde, geht das wirklich in Ordnung, aber wir haben eine rote Karte und spielen mit einem Mann weniger. Somit könnte das Spiel noch richtig schwierig werden und der Gegner wechselt ja auch gleich mal Sanchez für Zaha ein. Ich bin mal gespannt auf die zweite Halbzeit und ich hoffe, dass wir das Spiel irgendwie über die Uhr in unsere Richtung retten können, würde ich jetzt mal so sagen, wegen der roten Karte hier. Unser Gegner hat hier, oh, der ist komplett durch und schießt hier und hat hier die Riesenmöglichkeit zum 2:2 Ausgleichstreffer. Wir müssen, wie gesagt, die Partie über die Zeit irgendwie retten. Oh, der Gegner wirft dazu Ronaldo. Ja, da geht er durch, ist durch und jetzt muss es und ja, es steht 3:1. Unglaublich, Cristiano Ronaldo läuft da einfach durch die komplette Abwehr hindurch und kann dann auch noch abschließen zum 3:1. Ich bin mal gespannt, ob der Gegner da noch zurückkommen kann. Geht jetzt ja auch direkt ins Pausenmenü, aber ich denke, der sollte mal nicht quitten. Ja, das werden wir ja noch sehen. Nee, der quittet nicht. Aber wie gesagt, wechselt hier nochmal irgendjemand ein. Hat man jetzt aber nicht gesehen, wer. Ist doch völlig egal, es steht 3:1. Ja, mein Gegner hier, Nainggolan, wunderbarer Schuss.
Aber richtig schöne Parade von meinem Torhüter, der den Ball noch zur Ecke klären kann. Und die folgende Ecke kommt jetzt und der bringt den Ball hinein. Oh mein Gott. Fast der Anschlusstreffer, wieder war es Nainggolan. Ist auch ein richtig starker Spieler, finde ich. Nainggolan, die nächste Ecke jetzt. Der kommt schon wieder und wieder die Chance. Und es gibt schon wieder eine Ecke für meinen Gegner, der jetzt hier wirklich drauf und dran ist, den Anschlusstreffer zu erzielen. Aber die Ecke kommt nicht so gut. Im Gegenzug jetzt Ronaldo. Ja, der geht hier durch und oben startet Messi. Wunderbarer Ball, Messi. Messi ist auf und davon, Messi. Oh mein Gott, Messi. Wir bekommen den Ball wieder. Und Messi. Riesenmöglichkeit. Was für ein Finesse-Schuss von Lionel Messi. Riesenchance da, das 4:1 zu erzielen. Unglaublich. Neymar wieder auf dem Flügel. Neymar geht da vorbei und fällt. Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Und der schießt links. Der schießt links, oben links. Nein, der schießt rechts oben. Und es steht 3:2. Es wird vielleicht doch nochmal spannend. So, und die Partie ist vorbei. Wir gewinnen diese Partie mit 3:2. Und stehen jetzt auch gleich mal in der Runde Nummer 3. Das erste Spiel haben wir mit 2:1 gewonnen und dieses hier gewinnen wir jetzt mit 3:2. Und ich würde sagen, das geht auch völlig in Ordnung. Messi hat ja ein Tor gemacht, können wir nochmal sehen. Ist auch ein überragender Spieler in FIFA, so wie in echt. Hat man ja bei seinem Tor gesehen. Lief er durch das komplette Team hindurch und traf da. Und ich würde sagen, wir springen gleich mal ins dritte Spiel hinein. So Leute, wir haben einen Gegner gefunden und sind jetzt beim dritten Spiel angelangt. Sein Team heißt ebenfalls FootFC, so wie allen anderen auch, gegen die ich gespielt habe. Das ist auch sehr kurios. Wir nehmen wieder, nee, dann müssen wir eigentlich schon fast die schwarzen nehmen. Ja, dann nehmen wir mal die schwarzen Trikots und probieren das mal aus. Und jetzt kommt das Team von unserem Gegner. Der hat eine 100er Chemie. Hat Neymar in Form, hat Hulk in Form, Laporte in Form, hat ein richtig krankes Team. Da bin ich echt mal gespannt. Und wir sehen uns jetzt auch gleich mal im Spiel, Leute. Oh, schöner Ball. Finesse-Schuss, Riesenmöglichkeit. Beinahe steht es hier fast schon 1:0. Wunderbarer Finesse-Schuss von Dybala, aber schöne Parade. So, jetzt die darauffolgende Ecke. Ja, Dybala. Dybala ist da durch. Lauft jetzt da durch. Und jetzt Tor. Nein, unglaublich. Bekommen wir nochmal den Ball? Ja, wir bekommen ihn nochmal. Isco. Kann der was machen? Spin, Isco, schieß. Schieß, Isco. Und nochmal Dybala. Nee, was ist da? Abseits oder Foul? Abseits. Riesenmöglichkeit, es muss eigentlich schon 1:0 für uns stehen, unglaublich. Ja, mein Gegner ist hier Hulk. Richtig schöner Schuss von Hulk, aber mein Keeper kann den halten. Und jetzt die darauffolgende Ecke, spielt er den Ball. Schön gemacht, aber nee, dann bekommt, oh nee, der bekommt ihn nochmal. Aber mein Keeper hat den Ball dann sicher. Oh, schöner Ball und er ist komplett durch. Oh, schön gemacht von meinem Torwart hier. Aber er bekommt da nochmal den Ball. Oh, das macht er richtig gut. Und hält ihn und oh, da steht es 1:0. Wie unverdient ist das denn bitte? Hier sehen wir nochmal das Tor. Nee. Ah, wir waren die klar bessere Mannschaft und dann macht der Typ hier das 1:0. So richtig unverdient. Dybala, oh mein Gott, Riesenmöglichkeit schon wieder vergeben, hier nochmal Lamela, oh, schön gemacht, schöner Spin da, nochmal, und Finesse, Tor, Ausgleich, was für ein wunderbares Tor von Erik Lamela, traumhaft gemacht, macht hier zweimal den Finesse, den Spin, und jetzt hier macht er den Finesse ins lange Eck.
wunderschönes Tor jetzt zum hochverdienten Ausgleich. So, es ist jetzt Halbzeit. Hier sehen wir nochmal die Stats. Wir haben 6 Schüsse, er hat 7 Schüsse, wir haben 5 Schüsse aufs Tor, er hat 6 Schüsse aufs Tor, wir haben 52% Ballbesitz, er nur 48%. Allerdings fand ich, waren wir viel, viel besser, auch wenn das die Stats jetzt nicht so ausdrücken. Aber wir werden ja sehen, wir sehen uns jetzt nämlich in der zweiten Halbzeit. Oh, da ist er durch und schießt! Trifft dann aber leider nur, natürlich nur zum Glück die Latte. Unglaublich, die Riesenmöglichkeit. Ich glaube, Ari war es, der hier die Latte trifft. Und CR7 vorbei, CR7, boom! Was für ein Schuss! Aber der Keeper kann den Ball hier halten. Oh, schöner Ball. Oh, der ist durch mit Ari! Und der trifft zum 2:1. Ich habe gedacht, da kann mein Abwehrspieler Ari noch stoppen, aber das war nicht so. Und es steht jetzt hier 2:1 für meinen Gegner. Unglaublich. Oh, da kommt das böse Foul und es wird einen Freistoß für meinen Gegner geben, den Hulk treten wird. Hulk. Oh, da leckt es ein bisschen. Oh, was passiert denn jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Deine Verbindung zu den EA-Servern wurde unterbrochen. Du kannst nicht auf Online-Features zugreifen, bis du dich anmelden lässt. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Das ist echt schade, dass unsere Footdraft-Folge jetzt so endet. Mit einem Verbindungsfehler hier. Das ist unglaublich. Bin ich jetzt richtig enttäuscht. Wir sehen uns jetzt mal bei den Packs. So Leute, ihr könnt erst nochmal sehen. Wir verlieren hier das dritte Spiel hier durch einen Verbindungsfehler und da kann ich eigentlich nichts mehr dazu sagen. Bin ich richtig enttäuscht, wie gerade schon eben gesagt. Jetzt sehen wir uns aber bei den Packs. So, und was für Packs bekommen wir? Wir bekommen ein Jumbo Premium Gold Set und ein Premium Gold Set. Und diese beiden Sets werden wir jetzt auch öffnen, während unser Shop-Katalog noch aktualisiert wird. Ich hoffe, dass wir wenigstens jetzt noch was Gutes ziehen werden nach diesem Verbindungsfehler hier. Das ist echt sehr, sehr ärgerlich. Schreibt es mal in die Kommentare, falls euch sowas auch schon mal passiert ist. Und wir ziehen jetzt mal unser Premium-Gold-Set. Und das Pack öffnet sich und wir ziehen natürlich einen Non-Rare-Spieler. Wir ziehen nämlich Horn vom 1. FC Köln. Das ist wirklich sehr, sehr frustrierend. Dann, ja, das ist einfach nur ein Scheiß-Pack mal wieder, würde ich jetzt hier sagen. Und wir sagen, wir packen mal alles zum Verein hinzu. Jetzt kommen wir nochmal zum letzten und zum abschließenden Pack. Und das wird nämlich ein das Jumbo Premium Gold Set sein, unser letztes Pack mit 24 Objekten, 20 Gold und 7 seltenen. Und wir bekommen in unserem letzten Pack, wir bekommen Navas, gar nicht mal mehr so schlecht, darüber darf ich mich echt nicht beschweren. Für wie viel geht er weg? 3000 Münzen. Also das Pack geht da nochmal in Ordnung und ja, hier noch ein Manager, da könnte auch noch ein bisschen was wert sein. Das war's jetzt schon von meiner Footdraft-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, auch wegen dem blöden Verbindungsfehler hier. Ich kann es noch oft genug sagen, es ist einfach nur blöd sowas. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, falls nicht, könnt ihr auch gerne ein Dislike da lassen. Das war's dann auch von mir, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao!